Hallo, liebe Häklerinnen. Ich bin die Hani von Wolle und Handarbeit und ich zeige dir, was ich jetzt gemacht habe. Das ist ein Teil von einer Weste oder eine Sommerbluse, wollte es sein, gehäkelt. Die habe ich schon im Sommer angefangen, habe ich sie aber nicht fertig gebracht und jetzt machen wir zusammen den zweiten Teil. Dafür arbeite ich mit dieser Wolle. Ich habe insgesamt 400 Gramm gehabt und für den ersten Teil habe ich fast 400 gebracht, fast 4 Knäuel. Ein kleines Knäuel wiegt 50 Gramm. Das ist, was mir geblieben ist von den 200 Gramm. Für Vorderteil und jetzt habe ich noch 400 Gramm für die Rückteil und wir machen das zusammen. So, das ist eine Bändchenwolle oder Bändchengarn und ich habe ein 6er Häkelnadel und wir schlagen 92 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4. So, dann werden wir mit 92 Luftmaschen. Jetzt arbeite ich 1, 2, 3 Luftmaschen zum Steigen. Dann schlage ich einmal um und ich zähle von hier weg 1, 2, 3. Und in der vierte werde ich ein Stäbchen arbeiten. Wir machen jetzt dieses Bogen hier. So, Stäbchen, 5 Luftmaschen und Stäbchen kommt. Das heißt, ich habe jetzt das erste Stäbchen gemacht, jetzt mache ich 5 Luftmaschen. 5 und genau in derselben Punkt mache ich wieder ein Stäbchen. Und das ist jetzt hier der Bogen. Jetzt überspringe ich die 1, 2, 3 und in der vierte arbeite ich wieder so ein V oder so ein Bogen. Stäbchen, 5 Luftmaschen. Und wieder Stäbchen. So, jetzt habe ich 2. Jetzt arbeite ich weiter. 1, 2, 3 überspringen, in den vierten arbeiten. Stäbchen, 1, 2, 3, 4. 5 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Und so arbeiten wir die ganze Reihe. Und wenn ich hier ankomme, dann zeige ich dir, wie ich da weitermache. Du kannst irgendwie bis hier arbeiten und dann zeige ich dir. So, ich bin jetzt fast am Ende des Reihes gekommen. Jetzt scheint die Sonne, vorher war es so dunkel. Deshalb so viel Licht und andere Farbe halt beim Wolle. Jetzt mache ich wieder 1, 2, 3 und in dieser vierte arbeite ich wieder einen Bogen. Das heißt Stäbchen 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Und hier arbeite ich wieder ein Stäbchen und das ist alles, das ist der Rand, genauso wie hier, so diese Ecke. So, jetzt arbeite ich 4 Luftmaschen zum Steigen, 1, 2, 3, 4 und ich gehe in diesen Bogen und arbeite ein anderes Bogen. Eigentlich
ist die Muster gar nicht mehr so schlecht oder so schwer. So ein Bogenstäbchen, 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen und das ist der Bogen. Jetzt springe ich in die nächste, in der nächste Bogen und arbeite ich wieder einen Bogen und so machen wir die ganze Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du zu fest arbeitest, dann kannst du gern eine 7er Häkelnadel nehmen. Ich arbeite auch fest genug und nicht, dass noch die Bluse steif wird. Weil mit dieser Bändchengarni schon ein bisschen kann schon steif werden. So, dann habe ich Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder ein Stäbchen. Und so schaut es schon aus. Nach fast zwei Jahren. Reihe. Also ich bin fast am Ende der zweiten Reihe angekommen. Ich arbeite hier in diesem Bogen noch ein Bogen. Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Und jetzt kommt der Rand, da arbeite ich ein Doppelstäbchen. Ich tue zweimal Wolle auf meine Nadel aufladen. Dann gehe ich in diesen Punkt, wo dieser Stäbchen von der letzten Reihe fertig ist oder dieser Bogen. Und dazu tue ich mal meine Wolle raus und hier arbeite ich diese Doppelstäbchen. Das muss jetzt der Rand der Bluse sein. So, jetzt arbeite ich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Also ein Doppelstäbchen ist gleich mit 4 Luftmaschen hier, damit es gerade bleibt. Weil das ist die gerade Seite und das wird nachher genäht, wenn die zusammenkommen. Das ist der Lateral halt. Die Seiten naht wird da kommen. So schaut jetzt aus. Aber mach dir keine Sorge, es wird noch gerade. Mit jeder Reihe wird noch gerade. So, und jetzt arbeite ich weiter. Ich habe jetzt die 4 Luftmaschen zum Steigen gemacht und arbeite ich wieder in jedes Bogen ein Bogen. Ich meine, die Muster ist gar nicht so schwer. Wenn man einfach reingekommen ist, dann geht es flott. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, Stäbchen und dann springst du in den nächsten Bogen und arbeitest wieder einen Bogen. So, das ist die Muster, das ist der Anfang. Ich trage große 44, 46. Also dieses Stück passt mir. Jetzt werde ich mal zählen, wie viele Bogen ich habe, bis ich hier dieses Ausschnitt beim Hals gemacht habe. Du kannst aber der Rückenstück kannst du auch gerade machen, muss nicht unbedingt so einen Ausschnitt machen. Aber ich werde jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Bogen habe ich gemacht. Das heißt hier, ich habe das gezählt. Das ist 1, 2
So habe ich 35 gearbeitet, bis ich zu diesem Ausschnitt gekommen bin. Und dann habe ich links und rechts noch ein bisschen gearbeitet für die Schulter. Aber wenn ich da ankomme, dann zeige ich dir, wie ich das mache. Und bis dann, ich glaube, ich werde das Video auf YouTube aufladen, damit ihr diese Reihen auch arbeiten könnt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt. Ihr könnt auch was anderes machen. Mit dieser Muster muss man nicht unbedingt diese Bluse oder diesen Sommertop machen, was ich jetzt angefangen habe. Aber ich finde es schön. So, danke. Tschüss.